Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Und wir haben schon dicke Pläne hier vorher gemacht. Deswegen fange ich jetzt auch gerade an aufzunehmen, Alter. Let's go, Alter! Und zwar, ne, Snoopy und Steinchen sind eigentlich wirklich gar keine Höllenkrieger mehr. Und wir springen Statuen, oder wie? Springen wir die Statuen? Machen wir. Wir sind die Anführer. Wir setzen ein Zeichen, Alter! Ja. Genau, und wenn was vom Alpha Tower kaputt geht, bauen wir es wieder auf, wie Männer. Ja, richtig. Ja, und dann wird Muni mich lieben, weil ich okay, dann gehe ich erstmal. Genau. Warte, ich muss mir die Koordinaten raussuchen, bis gleich. Oh mein Gott, ja, mach das. Ey, Kiro, da hast du Popcorn dabei? Bro, ich werde das so genießen. Ich werd mich da hinten hinsetzen, so. Und ja. Dann erstmal Popcorn essen, dann werde ich dazu schauen, wie das passiert. Und weißt du was, damit uns keiner beschuldigen kann oder so, können wir einfach durch meinen Geheimtunnel abhauen. Bro, Tobi braucht viel zu lang, Digga. Was ist denn jetzt? Mann, er hat doch die Koordinaten doch schon. Ich schwör's dir, was dauert denn so lang, Mann? Jetzt spreng doch Digga, endlich. Jetzt. Sprengen! Wer fliegt da? Bro, nee, Digga. Oh, nee, nicht die, Bro. Was wollen die denn jetzt schon? Was wollt ihr hier? Ihr müsst da jetzt weg. Sprengen. Ja, es wird gesprengt. Ey, yo! Bro, ihr übertreibt einfach direkt wieder. Ihr seid Bro, was laberst du? Bro, was willst du? Bro, mein Ei ist viel stärker als dein Schweinchen, ganz einfach. Das greift mich eh nicht an, weil es mich als Höllenlord ansieht. Ganz einfach. Bro, was laberst du eigentlich? Bro, ihr seid eh keine Höllenkrieger mehr, jetzt haut doch einfach ab, Mann. Bro! Ey, ihr werdet so hart eure Items verlieren wegen Mira, ne? Ich sag euch ganz ehrlich. Bro, ihr werdet es verlieren, ganz einfach, ihr seid keine Höllenkrieger mehr. Du wirst alles verlieren, Junge. Bro, es macht gar keinen Sinn, was du laberst. Das darfst du gar nicht, Bro. Das ist gegen die Regeln, was du machst, Bro. Ja, ihr seid wirklich schlecht, Leute. Bro, du darfst hier nicht... Bro, man darf Dings Laberei nicht machen auf YouTube. Hä? Freunde, mein Item ist weg. Freunde, was? Mein Item ist weg. Hä? Ich kann's... Tini! Mann, hau ab! Was willst du eigentlich? Zitashi, was willst du hier? Bro, guter Mann! Ihr seid wirklich nichts wert! Faker-Krieger, Junge! Wir sind die Höllenkrieger! Ihr Faker, Mann! Wo bleibt Tobi eigentlich? Losers! Haut ab, Alter! Verzieht euch! Geht doch jetzt einfach weg! Ihr seid keine richtigen Höllenkrieger. Ihr seid Lukas, Alter. Timmy, komm mal mit. Ja, warte. Ja, Bro, das macht keinen Sinn. Bro, das macht keinen Sinn. Wohin? Komm, die Treppe hoch. Treppe, komm. So, da hinten. Bro, Mann, haut doch mal ab, ey. Bro, was für ein Schweinchen jetzt? Weiß nicht. Ich bin hier bei der Treppe. Oh, Bro. Ja. Komm mit, ich muss mit dir irgendwo anders reden. Komm her. Was machst du? Bro, ich bin hier. Ja. Bro, was machst du? Komm, nix, alles gut, bin da, ja. Lass mal irgendwo hin, warte mal. Wie eklig sind die, Mann? Bro, warte mal, ich check grad gar nichts mehr. Lass mal gleich in meinen Geheimgang gehen. Okay, komm. Wir müssen irgendwie weg. Ja. Nein, da lang. Timmy. Weil er einmal in seinem Leben was erreicht hat. Timmy, komm. Ja, genau, du, Alphastein. Hau bloß ab, Alter. Timmy, ignorieren, komm. Blöd, Mann, ey, warte, ich komm. Ja, hier, neben dir, komm. Wo ist das? Folgt meiner Stimme. Ja, hier. Komm, schnell. Rein. Wir müssen auch ein bisschen weiter weg. Komm. Freunde, ich hab mein Item nicht mehr. Und Schweinchen hat mich, glaube ich, angegriffen. Sind wir jetzt hier sicher? Ich glaube, hier können wir reden ungestört. Bro. Ja, hier können wir reden. Alter. Bro, ich habe ein ganz großes Problem. Was ist denn jetzt schon wieder? Mein Item ist weg. Ja, Bro, kann sich jemand anders veräppeln? Ich gehe jetzt da raus. Nein. Und Schweinchen hat mich auch angegriffen auf einmal. Mein Item ist weg. Mira hat mein Item weggenommen. Warum ist Mira auf der anderen Seite? Das macht gar keinen Sinn. Bro, die sind doch keine Höllenkrieger. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Du
klar, das heißt, wir sind keine Höhlenkrieger mehr. Aber ich habe meine Sachen noch, ich habe noch meine Herzen. Ja, die hast du auch von Tobi bekommen, du hast ja noch gar nichts von Mira erhalten. Stimmt. Dir kann man gar nichts wegnehmen, sag ich mal so. Heißt das, dass wir keine Höhlenkrieger mehr sind? Bro! Bro! Oh nein, 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 nein. Schau was mal in deinem Inventar nach, ob da irgendwo so ein Ei ist oder so. Ich hab schon überall geguckt, es ist gar nichts drin. Kein Ei, keine Slingshot, nichts. Bro, das heißt... Bro, das heißt, die haben gewonnen. Ja. Das heißt, Snoopy Bro. Und Eiferscheinchen sind jetzt die wahren Höhlenkrieger, oder was? Bro, nein, ich hab grad... Also, was soll das? Du veräppelst mich, Bro. Nein, nein, wirklich nicht. Wen willst du denn hops nehmen hier? Nein, Bro, das macht gar keinen Sinn. Warum soll ich dich jetzt hopsen? Mitten im Kampf, als sie gesagt haben, ich bin kein Höhlenkrieger für die, ist mein Item verschwunden. Ich konnte nicht mehr richtig kämpfen. Bro, die haben ihre Sachen noch. Die haben ihr Schweinchen noch. Die haben ihre blöden Pots noch. Ich hab's genau mitbekommen. Richtig, die haben noch alles. Meins, alles bei mir ist weg. Wir sind keine Höhlenkrieger mehr. Bro, Tobi. Tobi, wir haben ein Problemchen. Wieso redest du ja, nicht? Ja, wir können dich nicht hören. Und wir haben so, ja, was macht ihr hier, Bro? Ja, Bro, Kiro, Bro. Sein Ei ist weg. Mein Item ist weg. Sein Item einfach weg, Bro. Wie, dein und Item ist weg? Und Snoopy und Eiferstandchen haben es noch. Ja, wir haben uns gerade gebieft. Die haben gerade mitbekommen, dass wir halt deren dämliche Statue sprengen wollten. Ja. Wir haben uns dann gebieft. Ich habe mich jetzt übrigens doch dagegen entschieden, dass die zu sprengen, weil dann muss Judy wieder neu aufbauen. Ich muss ganz ehrlich sein, das will ich dem Jungen nicht antun. Ich mach die noch selber kaputt irgendwann, müssen wir noch sehen. Ich sag dir ehrlich, Bro, jetzt Tobi, die Statue ist heißt, mir wirklich wir sowas von egal, mehr. Mein Item ist einfach weg. Wir sind keine Höhlenkrieger mehr, was machen wir jetzt? Ja, wir sind jetzt der Luftkrieger. Wait, lass mal kurz, können wir was testen? Können wir kurz in Nether gehen? Ja. Komm. Warte mal, wenn wir wirklich keine Höhlenkrieger mehr sind, dann sind unsere Buffs da auch weg. Ich glaube, ich weiß, auf was du hinaus bist. Warte mal. Das wäre der ultimative Beweis. Bitte nicht. Woher weißt du überhaupt von dem Geheimgang? Ja, woher weißt du davon, hä? Ich hab dir die Idee gezeigt. Ich weiß alles. Ja, dann komm mal mit, komm mit. Lass mal direkt hier durchs Schwert. Oh, ich will gar nichts. Haben die uns gesehen? Nee, ich glaube, die haben uns nicht gesehen, Freunde. Warum lädt jetzt mein Spiel so lang? Jo. Ah, ey, weißt du, warum das ein anderes Portal ist, Tobi? Weil unten habe ich doch neue Portale hingemacht. Das ist das ähnlich so, weißt du? Also okay. habt ihr jetzt eure Buffs noch? Also ich wir haben unsere Buffs, noch. Ja. Du? Und du? Bro, und? Ich brenne. Ja, lass mich weg. Hallo? Bro, lauf mal in Lava rein. Bro, jetzt warte. Bro, wie, du bist kein Höllenkrieger mehr. Bro. Was? Bro, nee, niemals. Nein, Bro, nein. Was, wenn ich dich jetzt da reinschubst in die Lava? Bro, dann sterbe ich richtig unnötig. Was da? Warte, komm mit, wir testen es jetzt ein für alle Mal. Geh einfach in Lava rein, Bro, das können wir doch alle. Das ist das Einfachste auf der Welt. Hier, du springst einfach rein und gönnst dir Lava. Genau. Einfach rein. Ja, warte, lass mich eine Plattform bauen. Jetzt geh da rein, Mann, du bist ein Höllenkrieger. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht mehr. Guck mal. Doch, du... Ich brenne. Er brennt einfach. Ich bin kein Höllenkrieger mehr! Tobi, was machen wir mit Abtrünnigen? Was? Warum? Erledigen. Nein, lass ihn mal. Bro, er weiß alles über uns. Er war Ex-Anführer und so. Ja, aber Bro, ich habe mich doch nicht dazu entschieden, die Höllenkrieger zu verlassen. Es wurde einfach für mich entschieden. Vielleicht... Ich will doch gar nicht gehen! Vielleicht warst du nicht der richtige Anführer und Snoopy und Eiferscheinchen sind doch die richtigen Anführer. Ja, und warum hast du dann deine Buffs jetzt noch? Weil ich der wahre Anführer bin! Na, dann bist du bloß der Fußabtreter von Steinchen und Snoopy, wenn ich deine Logik folge. Noch? Ich hab meine Herzen noch, ja, die sind ja von dir gewesen. Wieso habe ich jetzt alles verloren? Ich sag dir ehrlich, ey, Kiro, vielleicht gibt's was die Möglichkeit, dich wieder zurückzuholen, aber so wie es aussieht, bist du erstmal draußen. Das Ding ist, Kiro... Bei dir ging's doch so in deinem Rätsel auch die ganze Zeit um Familie und so. Vielleicht, weil du versuchst, die beiden rauszuschmeißen. Das kann sein. Ja, aber das haben die doch nicht anders verdient, so wie die sich verhalten haben. Ja, aber guck mal, wie du schon redest gerade. Hast du jemals deine Familie komplett ignoriert und nie wieder mit der geredet? Ja, nein, Bro. Ja, siehst du, und das hast du gemacht und jetzt kriegst du eine Strafe. Ich bin auch nicht dafür, dass die gut sind und Höllenkrieger regieren und so ein Quatsch. Ich bin auch dagegen. Bro. Aber ich sag dir ehrlich,
Wir müssen das irgendwie mit denen klären. Weil, ja. Bro, wenn du jetzt gar nichts mehr hast... Mir ging es einfach darum, dass sie Kianis als Höllenlord angesehen haben und mich töten wollten, Bro. Das war einfach Vatermord, war ja, würdest du sagen. Ja, Hochverrat, das war Hochverrat, genau. Deswegen natürlich, sowas dulden wir nicht. Das ist sofort rausgeschmissen. Bro, dann sollen die ihren eigenen Clan machen, wenn die solche Geschichten machen. Bro, jetzt, ich bin einfach aufgeschmissen. Ja, eigentlich hast du da recht, das stimmt. Das Bro, was tue ich jetzt? Das darf keiner wissen. Es darf keiner herausfinden, dass ich jetzt komplett verwundbar bin. Leute, ich habe weder mein Item. Niemand rausfinden. Schreibt das auf keinen Fall bei den anderen. Ich bin schwach im Nether. Ich habe mein Item verloren. Ich habe gar nichts mehr, oder wie? Kiro, die werden das so überall in die Kommentare schreiben. Bro, bitte, bitte nicht. Bro, was tue ich jetzt? Weiß nicht, ey. Ich sag dir ehrlich, Kiro, guck mal. Entweder hältst du mit mir zusammen, okay? Und wir versuchen, den Fehler auf den Grund zu gehen und klären dir vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anderes. Oder wir machen einen neuen Clan auf, da bin ich aber kein Fan von. Ich will weiter Krieger sein. Oder wir reden mit Snoopy und Alpha Steinchen. Vielleicht haben die irgendwas gemacht. Bro, die lassen nicht mit sich reden, zu 100%. Ich guck mal. Die sind doch direkt auf uns losgegangen. Doch, ich weiß, wie man mit denen redet. Ich weiß, wie man mit denen redet. Wie? Erstmal gebe ich den rausrücken. Ja, erstmal gebe ich den einen Toten, dann gebe ich den Goldapfel und sag: Oh, mächtiger Höllenlord, wie geht's dir? Ich habe ja nicht mal mehr Goldäpfel, Alter. Ja, dann hier, warte, hier, bitteschön. Oh, besser. So, einen Toten gebe ich dir auch, Alter. Das musst du jetzt denen geben. Wir müssen uns einfach ein bisschen degradieren. Bro, aber die sind gar nicht mehr auf dem Server. Ich kann gar nicht mit denen quatschen. Ist doch egal, Bro, dann machen wir das morgen. Wir sind die wahren Höllenkrieger. Das sind Noobs, ey. Die checken das eh nicht. Bro, wenn wir zu denen einfach sagen, dass sie die wahren Höllenkrieger sind, dann glauben die, das sind Kinder, Bro. Du kannst ihnen auch vom Weihnachtsmann erzählen, die glauben das auch. Ja, du hast recht. Den Weihnachtsmann gibt's nicht. Hä? Du. Natürlich gibt's den. Ja, Bro, eben. Also, weiß jetzt auch nicht, was du da sagst, ne? Bro, aber das darf halt wirklich jetzt niemand erfahren, dass ich verwundbar bin im Nether sogar. Ja, ich geh's jetzt mal Sitachi erzählen, ne? Bro, nein, wirklich, es darf wirklich keiner wissen. Nein. Die nutzen das sofort aus für sich. Ja, ist doch klar. Ich sag das nicht weiter. Das wird schon passieren. Also nur ihr beide wisst das jetzt. Ja, aber meine Zuschauer wissen das, Bro. Ja, ich hoffe, die haben wenigstens so viel Ehre, dass sie nicht petzen gehen. Nein, du hast auch Zuschauer, die von anderen kommen. Ich weiß, Digga. Ihr müsst alle bitte, bitte ab wenigstens einen Funken Ehre und schreibt das nirgendwo rein. Naja, Kiro, ich würde dann noch erstmal gehen. Viel Glück dir. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Ja. Du musst aber erstmal weg. Kiro braucht doch Hilfe. Ich werde dich schon bald kontaktieren, Alter. Keine Sorge. Ich werde dich morgen kontaktieren, sag ich dir ehrlich. Bro. Kiro, wir müssen Alpha Steinchen und Snoopy ein bisschen Honig um den Mund schmieren. Ey. Snoopy hat nicht funktioniert, aber weißt du, welcher Plan funktionieren wird? Was denn? El Kiro! Ja, Mann! Ich hab grad einfach keine Worte mehr dafür. Ich wurde einfach aus meiner Heimat verbannt. Nein! Du hast dann, naja, schon, aber. Das Nether ist mein Zuhause. Bro, ja, für mich bist du immer noch Höllenkrieger. Ja. Wenigstens das. Bro, du bist immer noch einer der wahren, Alter. So kann ich doch kein Höllenlord sein, Bro. Mich nimmt doch gar keiner ernst mehr. Du kannst kein Höllenlord sein, aber Lord. Du kannst Lord sein. Und du kannst den Lord Monik von der YouTuber-Insel, ey! Weil ich sag dir ehrlich, ich glaube daran, dass das Snoopy und Alpha Steinchen noch eine gerechte Strafe bekommen. So sage ich 100%. Ja, aber und ich weiß auch, dass du auf jeden Fall auch Höllenkrieger-Anführer bist. Die hätten aber ihre Strafe bekommen sollen. Was soll das denn? Ja, aber manchmal ist es besser, nicht alles zu hinterfragen. Vielleicht will auch diese Shatter Mira irgendwie gucken, wie weit die gehen und ob die wirklich die wahren sind, weißt du? Ja, also ich check halt in meinem Buch, in meinem Rätsel ging es ja auch darum, dass der Zusammenhalt zwischen der Familie so stark ist und wenn die auseinanderbricht, dann war es das halt mit meiner Kraft. Ja, siehst du, da hast du deine Antwort. Also aber die einfach ein bisschen hops nehmen. Ey, jetzt rechts. Ja, aber weißt du, ich check halt auch nicht. Die haben sich ja einfach nicht benehmen können. Oh, dieser Enderman. Aber ich sag's mal so, die müssen sich auch nicht benehmen. Was will denn dieser blöde Enderman hier? So, also die haben weder auf dich noch gehört, noch auf mich. Ja, weil wir eklig zu denen waren. Ja, wo denn? Wir haben denen ein Zuhause gegeben. Die haben Fähigkeiten dadurch bekommen, dass sie Höllenkrieger waren.
Wir müssen nett zu denen sein, wir müssen sagen, ey, wie geht's dir? Alles klar, heute siehst du gut aus. Brauchst du einen Enderapfel, so ein Quatsch halt. Weißt du so, dann kriegen die das. Digga, aber dann fühlen die sich noch mehr wie die Anführer. Ja, dann sollen die sich fühlen und wenn die sich zu viel fühlen, dann vergessen sie ihre Schwächen und dann schlagen wir zu und dann sind sie weg. Ganz einfach. Bro, das war doch mit Muni genauso. Ich war die ganze Zeit in Muni verliebt, bin ich vielleicht immer noch. Und dann, guck, habe ich nur noch Augen für Muni gehabt. Höllenkrieger haben gemacht, was sie wollen. Jetzt sind Snoopy da und Alphasteinchen da. Siehst du? Also die brauchen so eine Muni. Die brauchen sowas, was halt so, wo sie denkt, die sind sicher. Weißt du, wenn man am unsichersten ist? Wenn man sich am sichersten fühlt. Ja, ich glaube, du hast recht. Fühlst du dich gerade sicher? Irgendwie, ja, irgendwie auch nicht. Guck, jetzt greife ich dich an, jetzt bist du nicht mehr sicher. Jetzt bin ich unsicher, ja, du, ja, an deiner Theorie ist definitiv was dran. Ja, das ist einfache Mathematik, weil ich habe gestern mal Mathelehrer angerufen, damit hat er nicht gerechnet. Bro, ey, das ist krass. Also, du meinst, wenn wir mit Snoopy und Steinchen quatschen und wenn ich denen so ein bisschen 100%. Honig ums Maul schmier und so, krieg ich meine Kräfte wieder. Ja, sag einfach, sorry, Jungs, hab voll übertrieben, ihr habt recht, wir haben voll viel gemeinsam und so. Und außerdem will ich mit euch kämpfen, zusammen sind wir stark, bliblablub. Und ihr macht das voll gut mit Sue. Dann machst du ein bisschen Sue fertig, gibst mir aber ein paar Goldäpfel so nebenbei, weißt du? Einfach so, Bro, so kommen wir auch an Sue ran. So, wenn die mich halt ranlassen, nein, so nah überhaupt. Checkst du das, dass wir die einzigen sind, die überhaupt an Sue rankommen würden? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wir sind die einzigen, das heißt, die da was bewirken können. Wir hätten auch wichtige Informationen dann eigentlich zu ergattern. So sieht's aus. Das heißt, wenn wir irgendwie was erfahren, können wir da auch was starten. Aber das für ein anderes Mal. Ja, Bro, die sind jetzt eh nicht mehr online. Snoopy ist jetzt gerade sogar. Ja, gut, aber ich muss mit beiden quatschen. Ja, Bro, weil das Ding ist, es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich mit Snoopy quatsche oder mit Alphasteinchen einzeln quatsche, weil die müssen beide davon überzeugt sein, dass ich ein Teil von ihnen bin. Ja, da hast du recht. Ich glaube halt wirklich, das muss die Lösung sein, dass ich mit denen wieder cool bin oder so. Ja, warum nicht? Bro, warum ist das so aus dem Ruder gelaufen? Gar nicht, ich finde das gut. Aber was ist daran gut? Und Snoopy nicht vertrauen kann. Guck mal, wir haben ja auch immer davon gequatscht, dass die Höllenkrieger den stärksten Zusammenhalt haben und alles drum und dran. Aber jetzt. Ja. So, okay, Schattenkrieger und Kristallkrieger haben so ihr Ding, aber Bro, wir haben diesen Clinch untereinander und das ist eigentlich. Das geht nicht. Bro, wir sind wahre Höllenkrieger, sowas sollte uns gar nicht passieren. Was ist passiert eigentlich? Was ist falsch gelaufen? An welcher Straße sind wir falsch abgebogen, dass das jetzt passiert ist? Ich glaube, das hat alles mit Muni angefangen. Nee, ich glaube eher, das hatte alles mit den Items zu tun, dass diese zwei Holzköpfe, dass denen zu Kopf gestiegen ist. Ja, das genau, ja, das stimmt auch. Wären die Items nicht da, Bro, dann wären das immer noch die größten Noobs oder was. Natürlich, die würden dann immer noch zittern. Gut, ne? Ja, ja, 100% so. Und die nehmen mich halt nicht ernst, weil ich keine Items habe, oder? Ich hab ja Herzen, ja, aber... Du hast halt deine Herzen, du hältst einfach mehr aus und alles drum und dran. Klar, aber du kannst nicht furzen, du hast kein Schwein. Ja, aber die Herzen auch voll schnell weggehen. Digga. Weißt du? Ich bin einfach kein Höllenkrieger mehr, Mann. Sachen wieder. Oh, irgendwann mal. Du wirst jetzt vielleicht, Undercover-Krieger. Meinst du, ich soll mich bei den anderen Clans mal so einschleichen, denen sagen, oh, Bro, kannst du dich bewerben, aber ich habe alles verloren, dies, das. Das ist eigentlich ein No-Go, ne? Das geht eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich... Ja, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, Chicken-Wings machen. Alles geht hier gerade aktuell gar nicht, was hier überhaupt passiert. Ja, aber du kannst nicht zu den anderen gehen. Das sind unsere Feinde, Bro, auch zum wenn Spionieren. Die gerade denken, dass wir cool... Nein, weiß ich nicht. Bro, du hast die Höllenkrieger für Muni aufgeben wollen, also dann darf ich... Stimmt dann darf gar ich... nicht, ich hab euch geprankt, Junge! Ja, dann prank ich halt auch mit der Spionageaktion, ja, ganz einfach. Prank, mach was du willst, ich sag dir ehrlich, prank einfach Snoopy und Alphasteinchen. Das bringt mir dann nicht läuft viel. Das wieder. Also, na gut. Dann müssen ich wir die Tage so einfach mit den beiden quatschen, mit den zwei Holzköpfen. Ja. Und keine Ahnung, vielleicht wenn es rauskommt, weil ich glaube, einer von euch wird das auf jeden Fall bei den anderen reinschreiben. Dass ich alle meine Kräfte verloren habe. Aber wenn das rauskommt, ja, wenn ihr das den anderen schreibt, ich mach's so richtig auf Mitleid und versuche bei denen in die Clans reinzukommen, um die richtig auszuspionieren und dann deren Kräfte gegeneinander auszuspielen, Alter. Dann gibt's Ärger, Alter. Wir sehen uns, Piro, hau rein. Ja, wir sehen uns, Alter. Lass den Kopf nicht hängen, morgen geht's endlich sauer.
Okay. Tschüss. Hau rein, Digga. Ey, Freunde, 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 das ist wirklich gar nicht gut, was heute passiert ist, ey. Wenn ihr mich ein bisschen aufbauen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da oder schreibt einen netten Kommentar. Ich finde das... ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Also erst haben die ja damals so rumgetan, wo ich mein Item haben wollte und haben nicht gescheit mitgemacht und jetzt sowas, dass ich jetzt kein Höllenkrieger mehr bin. Das ist krass. Naja, lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen und zerhaut die Glocke oder so.